Der Iran hat mit der Anreicherung von Uran auf einem Reinheitsgrad von 20% in seiner Anlage in Fordow begonnen. Damit geht er weit über die im Atomabkommen von 2015 festgelegte Schwelle hinaus. Die Entscheidung des Iran kann nicht anders erklärt werden als mit der Absicht, ein militärisches Atomprogramm zu entwickeln. Israel wird dem Iran nicht erlauben, Atomwaffen zu produzieren. Die Europäische Union sagte am Montag, dass das iranische Anreicherungsprogramm eine erhebliche Abweichung vom Abkommen sei. Sollte diese Ankündigung der iranischen Behörden umgesetzt werden, würde dies eine erhebliche Abweichung von den iranischen Nuklearverpflichtungen darstellen, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Nichtverbreitung von Atomwaffen hätte. Gemäß dem Atomabkommen von 2015 soll der Iran kein Uran anreichern. Experten vermuten, dass das Land darauf abzielt, Europa und die USA unter Druck zu setzen, die Sanktionen zu lockern. US-Präsident Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran 2018 einseitig aufgekündigt. Seitdem haben eine Reihe von Vorfällen die Spannungen zwischen den beiden Ländern verschärft. Die Iraner begannen, das Abkommen zu verletzen, obwohl der iranische Präsident Rouhani betonte, sein Land halte sich an den Atomdeal. Die USA, die geplant hatten, den Flugzeugträger Nimitz aus dem Nahen Osten abzuziehen, haben ihre Pläne nach den jüngsten Drohungen von iranischen Führern rückgängig gemacht.